Ja, also am Dienstag haben wir mitbekommen, eröffnet hier nach langer Renovierung, eröffnet hier das Asam-Schlüssel neu. Und hier steht schon cooles Fahrzeug, auch schon mit der Internetadresse. Und die haben wir zufällig heute am Samstag, der Chef ist nämlich schon noch am Arbeiten, der Wirt, den haben wir hinten entdeckt und jetzt haben wir ihn gebeten, mir ein bisschen was in die Kamera zu sagen. Grüß Gott, Sie sind der neue Wirt, wie heißen Sie? Ich bin der neue Wirt, ich heiße Shane McMahon, ich bin eine halbe Ire, halbe Österreicher. Und natürlich, ich freue mich tierisch, dass der Asam-Schlüssel hier jetzt am kommenden Dienstag, der 15. September, machen wir wieder auf für Sie. Und wir freuen uns natürlich auf eine bayerische Küche. Und die Räumlichkeiten sind gleich, aber natürlich ein bisschen aufgefrischt. Nach 27 Jahren war es schon nötig, dass wir gemeinsam mit dem Augustiner richtig Gas gegeben haben. Es hat fast 9 Monate gedauert. Und ich bin gespannt, was ihr Münchner und hinaus und die ganzen Touristen und trotz Corona, wir sorgen auch für eure Gesundheit. Bleiben Sie gesund bis kommenden Dienstag und später, wir sind jeden Tag für Sie da. Dann vielen Dank, eine kleine indiskrete Frage, kann man am Dienstag überhaupt noch kommen oder ist das Lokal schon ausgebucht? Selbstverständlich, am Dienstag haben wir Platz ohne Ende, wir haben Räumlichkeiten und wir haben jetzt die erste Etage, zweite Etage auch für Sie geöffnet, erst mal zum Schnuppern, zu gucken, wie das ausschaut. Biergarten, wir haben 28 Grad, hat es geheißen, wird man haben. Und da wird gegrillt vom Feinsten. Super, da können also ein paar Schnellentschlossene, die jetzt unseren Bericht sehen, können einfach eine Chance haben, wenn sie am Dienstag kommen. Um wie viel Uhr am Dienstag machen Sie auf? Dienstag machen wir jeden Tag um 11 Uhr, gibt es eine Weißwurst bis 13 Uhr. 11.30 Uhr fangen wir an mit den Mittagsgeschichten. Schweinsbraten, Schnitzel, Tiroler Schützkrapfen und, und. Dann vielen Dank. Bitte gern. Servus. Grüß dich. Ja, da bist du schon da.